Hi, heute bauen wir die Mega-Energiezelle. Klingt das nicht unglaublich geil? Man könnte jetzt ein episches Intro einbauen und sowas sagen wie: Nach ungefähr 2568 Minuten oder 42 Stunden und 8 Minuten, 8200 Diamanten, 5.764.648 Eisen, 6.978.200 Gold, 10.643.600 Redstone, 1.394.000 Stahl, 520.700 Osmium und 1.049.600 Lithium Dust. Haben wir es endlich geschafft, die 4.100 Ultimate Induction Cells für den größtmöglichen Energiespeicher in Minecraft Novus, in Mechanism, in diesem Projekt, in der Welt, irgendwas in diesem kompletten Ding zu bauen. Aber bevor wir anfangen, das Ding zu bauen, entschuldigt bitte nochmal, dass die Folge so spät kommt. Ich wollte sie eigentlich schon gestern Abend hochladen. Allerdings war ich super fertig, deswegen bin ich heute um 5 Uhr aufgestanden, habe die Folge jetzt aufgenommen. Sie kommt heute online. Allerdings kommt heute noch eine zweite Folge. Die ist dann zusammen mit dem Peter. Also gibt's heute einmal eine Mechanism-Energiespeicherzelle-Folge und dann später nochmal eine Folge von Peter. Ich hoffe, ich kriege das alles so vom Upload her hin. Aber werden wir dann sehen. Übrigens, die Folge von Peter bzw. mit Peter ist nicht wirklich geschnitten. Das heißt, wer vielleicht lieber den anderen, den jetzigen Schnitz Stil, Minecraft Novus Stil verfolgen will, ansehen will, der muss leider heute, beziehungsweise die Folge heute und Sonntag aussetzen. Am Montag geht es dann wieder normal weiter mit den geschnittenen geilen Sachen. Aber jetzt bauen wir die Mega-Energiezelle auf dem Mond. Builders One ist bereit, Induction Casing ist bereit und ich hoffe, ihr auch. Okay, wir setzen jetzt zusammen, ne, den letzten Block von der größten Energiezelle, die ich jemals gebaut habe, die ich jemals gesehen habe und die am meisten Energie überhaupt speichern wird. Der letzte Induction Board und bam, bam, da kommen die roten Partikel und das Ding ist vollbracht. Insgesamt haben wir drin 4093 Ultimate Induction Cell verbaut. Wir haben zurzeit nur drei Ultimate Induction Provider, denn viel mehr brauchen wir für den Anfang auch nicht, denn wir haben ja gesehen, unser Reaktor, das habe ich euch eigentlich gar nicht gezeigt, der Reaktor produziert auf Max-Stufe mit T-Fuel und einem Injection Rate 98 35 Millionen F pro Tick und das können eben die drei Induction Provider handeln. Vielleicht kriegen wir später irgendwann noch mehr hin, aber für den Anfang reicht das auf jeden Fall schon mal. Wir haben so eine riesige weiße Wand und wir können das Ding reinklicken und sehen eigentlich nichts. Wir sehen leider nicht, wie viel Energie das hat, aber ich habe es mal so ungefähr, hier sieht man sogar, 4093 Zellen und drei Provider. Ich habe das Ganze mal so ungefähr ausgerechnet, wie viel wir denn dort drin haben. Und zwar,
Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal das Video pausieren und mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn denkt, wie viel Energie kann dieses Ding speichern? Bitte wirklich raten, es wäre richtig, richtig cool, ich würde es gerne mal wissen. Okay, aber wer darauf keine Lust hat und nur die Zahl hören will, hier kommt sie. Wir können in diesem Energiespeicher 835.584 Giga-ELF speichern. Ich glaube nie, dass wir das Ding voll bekommen. Wenn wir es voll bekommen, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr lange dauern. Aber ja, wie gesagt, 835.584 Giga-ELF. Das Ganze dann Terra wäre dann logischerweise 835,584 Tera-ELF. Und noch eine Stufe höher, wir können hier drin knapp ein Peta-ELF speichern. Nicht Peter, sondern Peta. Und also genau genommen können wir eben 0,835584 Peta-ELF da drin speichern. Und nochmal zur Information, wer das vielleicht nicht weiß, ein Peta, also die Zahl, die Einheit ein Peta, sind 10 hoch 15. Das heißt, das ist eine 1 mit 15 Nullen hinten dran. Oder um es vielleicht auch nochmal anders zu sagen, ein Peta-ELF wären dann eine Billiarde F. Und das ist mit sehr, sehr großem Abstand der größte Energiespeicher, den ich jemals gebaut habe. Wir hatten ja mal den Draconic Evolution Energiespeicher in Rise. Und ich glaube, der hat gerade mal irgendwie 5 Tera-ELF oder sowas gespeichert. Vielleicht auch sogar noch viel weniger. Und hier haben wir, wie gesagt, 835 Tera-ELF. Also, ich kann selbst schon nicht mehr reden, weil ich so lange wach war und weil ich das irgendwie nicht fassen kann, dass das Ding so riesig ist. Wir können einfach mal so aus Spaß einen Tesseract anschließen und mal gucken, wie viel Energie wir reinbekommen. Wir bekommen natürlich an sich gar nichts hier rein, weil wir nicht wirklich was ja, bekommen. Ihr seht, das Ding füllt sich jetzt hier. Wir haben einen Input von 1,5 Millionen F pro Tick. Und das wird jetzt halt erstmal so ein bisschen volllaufen. Am Anfang sieht man überhaupt noch eine Zahl, später steht da dann einfach nur 2,5 Tera und dann dauert es halt wieder, bis es auf 2,6 oder so hochgeht. Aber trotzdem einfach nur insane. Ich bin gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Also, das war jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, der Energiespeicher. Ich würde mal sagen, das ist jetzt so offiziell das Startsignal, dass wir anfangen, Novus so richtig übertreiben zu können, zu starten, zu tun. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch tun. Als nächstes steht dann, denke ich mal, die Autocrafting-Zelle an. Aber wie ja schon gesagt, es gibt noch eine oder zwei Folgen mit Debitor. Dort haben wir eigentlich so Sachen gebaut, die ich jetzt schon mehr oder weniger gespoilert habe im Hintergrund so ein bisschen. Denn ich nehme die Folge jetzt praktisch auf, nachdem wir die anderen Folgen aufgenommen haben, weil ich eben noch auf das Autocrafting hiervon warten musste. Aber ja, wir können ja mal gucken. Und wir können ja vielleicht sogar, wenn wir mal genug Rohstoffe haben, irgendwie zwei, drei, vier von diesen riesen Energiespeichern dahin bauen. Und ich weiß, ich wiederhole mich, allerdings muss ich mich bei dieser Sache einfach wiederholen. Es ist so das erste Mal, dass ich sowas mega Großes gebaut habe, was so unglaublich viele Ressourcen gekostet hat. Das Projekt Novus ist gerade auch das Projekt, in dem ich mit Abstand am meisten Ressourcen von allen Minecraft-Projekten hatte, die ich jemals gespielt habe. Also gerade auch zusammen mit Debitor zum Beispiel. Wir können uns dann nochmal angucken. Ich habe es am Anfang schon mal so ganz kurz rausgehauen. 4.100 Stück haben wir uns gecraftet. Wir könnten sie sogar fast, also an sich, bis auf das Stahl, könnten wir sie nochmal craften. Wir könnten also noch eine Mega-Energiezelle bauen. Wird das nur ein bisschen dauern. Aber Stahl ist eigentlich das Einzige. Und das sogar sehr wenig. Also 89.000 ist jetzt nicht gerade viel herzustellen. Sollen wir vielleicht noch so Energie? Also wenn ihr noch eine haben wollt, dann lasst mal ein Like da. Ich würde sagen so, na, wir setzen keine Grenze, aber bei vielen bauen wir noch eine Energiezelle. Okay, aber gehen wir nochmal über zu den Zahlen. Zuerst mal das Autocrafting. 38 Millionen Bytes. Unsere Autocrafting-Einheit dort unten kann das gerade so stemmen. Also das ist schon mal insane, wie viel das Ding eigentlich schon kostet, damit man die Teile autocraften kann. Dann 8200 Dias ist nicht unbedingt die Welt. Allerdings, was ich super heftig finde, sind eben diese Zahlen wie 5,7 Millionen Eisen oder 6,9 Millionen Gold. Hier 10 Millionen Redstone, also fast sogar 11 Millionen Redstone. Dann eben diese 1, was ist das? 1,4 Millionen, fast 1,4 Millionen Steel ungefähr. 500.000 Osmium. Und daraus werden dann eben die anderen Sachen gemacht, wie eben zum Beispiel auch einfach mal 5 Millionen Enriched Alloy. Oder hier 1 Million Lithium, das. Ich finde es einfach so übertrieben krass. Aber ich finde es überraschend, dass wir wirklich noch genug Rohstoffe haben, um uns vielleicht sogar nochmal so eine zweite Energiezelle zu bauen. Und irgendwie hätte ich da schon Lust drauf. Das heißt, wir fangen schon mal wieder an, Stahl herzustellen. Yeah, Mann! Nice. Und ich will natürlich auch so ein paar andere Sachen Revue passieren lassen, denn man braucht ja nicht nur die Items, sondern man braucht natürlich auch Maschinen, die nicht unbedingt ein Jahr brauchen, um das Ding zu craften. Wir haben, glaube ich, so ungefähr 40 Stunden gebraucht, was ich, würde ich sagen, für diese Anzahl von Blöcken für das Crafting von den Dingern schon sehr, sehr schnell ist. Also natürlich geht es immer schneller, aber wir können uns einmal das Rezept angucken, wer es vielleicht nicht kennt. Eine Ultimate Induction Cell besteht aus vier Elite Induction Cells, die wiederum besteht dann aus
4 von den Advanced. Die Advanced bestehen wiederum aus 4 von den Basic. Und die Basic besteht dann aus Energy Tablets, Lithium Dust. Und das Ganze geht dann wieder weiter in die Energy Cubes. Das heißt, wir haben hier einen normalen Energy Cube, der besteht aus einem Advanced mit ein paar Items außenrum. Der Advanced besteht aus einem Basic. Und der Basic besteht aus einem Steel Casing. Und so geht es dann immer weiter und weiter zurück. Und wie gesagt, 40 Stunden für 4100 von den Dingern ist schon relativ schnell. Aber die Maschinerie, die dahinter steht, ist natürlich auch nicht ohne. Ich habe das schon so oft gezeigt, das System. Aber trotzdem, hier stehen wir das Reinforced Alloy hier. Das sind hier 20 Metallurgic Infuser. Dort unten haben wir dann so die größte Anlage von allen, denn hier wird das normale Enriched Alloy hergestellt. Das heißt aus Redstone und Eisen und natürlich aus Redstone und Osmium für die Basic Prozessoren oder die Prozessor Boards halt eben. Das haben wir hier, glaube ich, 40 Stück, wenn ich mich nicht täusche. Und hier drüben dann für das Atomic Alloy auch nochmal 20 Stück. Also da geht auf jeden Fall schon was und man braucht so ein System auch, weil sonst würde man einfach wochenlang craften, glaube ich. Hätte man da so dieses System gehabt, das ich am Anfang hatte mit einem Metallurgic Infuser, wir wären ja niemals fertig geworden. Aber mit was wir leider Gottes schon in dieser Folge fertig sind, ist die heutige Folge. Auch wenn sie nicht wirklich so kurz war, es gibt ja heute dann zwei Folgen. Das heißt einmal diese Mega-Mechanism-Energiespeicher-Folge und dann später um 14 Uhr, hoffe ich zumindest, nochmal die Folge zusammen mit dem Debitor, wo wir die anderen Sachen auf dem Mond gebaut haben. Würde mich also auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeiguckt und natürlich, wenn ihr bei dieser Folge hier einen Daumen nach oben da lasst. Denn wie gesagt, dann bauen wir uns auf jeden Fall nochmal einen zweiten von diesem Mega-Mechanism-Energiespeicher. Aber das war also soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen, hat mich sehr gefreut. Ihr findet jetzt wieder Infokarten. Oben links mein Kanal, oben rechts eine Novus Playlist und unten rechts ein Random Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.